Am 28. November wurde der 50.000. Besucher in der Ausstellung Porsche Design Mythos Innovation von Landeshauptmann Dr. Josef Püringer im Beisein von mehreren Gratulanten geehrt. Unter den Gratulanten befand sich auch Walter Röhrl, der für den abendlichen PS-Talk schon früher in Linz war. Von dem zweifachen Rallye-Weltmeister wünschte sich der Jubiläumsbesucher und Porsche-Liebhaber Kurt Weihnacht im Anschluss eine Spezialsignatur an seinem eigenen Porsche. Landeshauptmann Dr. Josef Püringer freute sich über den Erfolg dieser Ausstellung, die einen Teil der heimischen Automobil-, Design- und Innovationsgeschichte widerspiegelt. Die Ausstellung selbst ist ausgezeichnet gemacht, gibt einen guten Überblick über die Entwicklung der Technik, über die Entwicklung des Designs, einen Überblick über Mobilität, ist aber auch ein bisschen Rennsportgeschichte. Ich finde es großartig, dass Linz eine Porsche-Ausstellung hat, oder so, wo Porsche ja sehr österreichische Wurzeln hat. Und ich war auch schon mal da und habe mir die ganzen Exponate im Detail angeschaut. Und die Ehrung, ja, ich weiß nicht, wie zu diesem sensationellen Glück, um der 50.000. Besucher zu sein, umso mehr freut es mich. Ich habe fast den Verdacht, dass da irgendwer dem Zufall eine Chance gegeben hat. Aber wie immer es ist jedenfalls eine hohe Ehre, vom Landeshauptmann geehrt zu werden. Ja, die Porsche-Ausstellung ist natürlich ganz was Besonderes. Passt natürlich unheimlich gut hierher nach Linz. Wenn ich sehe, dass ja viel auf dem Pferde Porsche aufgebaut ist, er war ja hier bei Steyr, ist er ja nicht so weit weg, mal tätig. Und darum auch dieses Gebäude passt natürlich zu historischen Autos. Also ich finde, es ist der richtige Ort, wo die Ausstellung ist. Am Abend begrüßte das Land Oberösterreich zwei weitere Rallye-Legenden zum PS-Talk. Walter Röhrl war zwischen 1973 und 1987 als Rallye-Profi aktiv und gewann in dieser Zeit zwei FIA-Fahrerweltmeisterschaften sowie eine Europameisterschaft. Er ist seit 1993 Repräsentant und Versuchsfahrer bei Porsche. Franz Wittmann Senior gelangen bisher 79 Siege, davon 32 in der Rallye-Europameisterschaft und einer in der Rallye-Weltmeisterschaft. Mein Bezug ist in zweifacher Richtung. Erstmal bin ich seit 45 Jahren Porsche-Fahrer. Also ich bin seit Jugend auf ein großer Porsche-Fan und habe das große Glück, dass ich die letzten 20 Jahre der offizielle Repräsentant der Firma bin und auch so eine als Testfahrer so eine Kontrollfunktion habe, wo ich also alle neuen Prototypen fahre und ein bisschen was dazu beitragen darf. Also bin ein sehr glücklicher Mensch, dass ich das machen darf. Ja, das ist, der Bezug ist eigentlich, hat eigentlich in Oberösterreich angefangen. Und zwar bei der Jena Rallye 1979. Da ruft mir ein Oberösterreicher an und sagt, du, wir haben es mit Führerschein zupft und du kannst mein Auto haben, mein Porsche und 8 Raffen. Dann bin ich die Jena Rallye da mitgefahren und habe es gewonnen. Und das war der erste Einsatz mit dem Porsche. Und dann bin ich noch ein Jahr lang Porsche gefahren, den Walter Röhrl Porsche und tolles Auto. Die Ausstellung Porsche Design, Mythos und Innovation wurde bis zum 6. Jänner 2013 verlängert. Für diese Jahreszeit ein kulturelles Extrazuckerl in zentraler Linzlage.